Ihr Einsatzgebiet ist die Autobahn. Und ein weiser Mann hat einmal gesagt, Autobahn geht gar nicht. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play. Wie heißt das blöde Ding jetzt? Autobahn Police Simulator. Autobahn Polizeisimulator oder für unsere englischsprachigen Freunde Autobahn Police Simulator und so für Englisch unter ADA. Das ist der Daniel. Das ist der Michi und wir spielen den Autobahnpolizeisimulator mit dankenswerterweise der Version der GameStar. Wir haben das noch nie gespielt. Ich starte einfach mal die Kampagne. Ja. Erleben Sie den Alltag der Autobahnpolizei und helfen Sie mit, die Straßen sicher zu machen. Ja, genau. Alles klar. Wir rechnen mit einem hochqualitativen Abenteuer, wie wir es noch nie erlebt haben. Stellt euch, also warum dieses Spiel von uns beiden gespielt wird, stellt euch darauf ein, dass wir auf jeden Fall uns in der Tiefe der Simulation hingeben und keinesfalls hier nur Scheiße bauen. So. Sabi, wir konnten das nicht unseren Polizisten bauen, was ist mit dem Andi? Der Andi, den haben sie degradiert, der ist jetzt bei der Küstenwache. Ich habe hier einen Polizisten ohne Namen, wie nennen wir ihn denn? Andi, oder? Ich glaube, das ist der Andi. Also. Kennst du einen Maler? Maler, Andi, das ist der Maler. Ich kann hier bei meinem Auto scheinbar die Türen aufmachen. Würde das auch gleich mal vorschlagen. Mach mal alle auf. Dann kannst du mich fliegen, wenn wir schnell genug sind. Oh, schau mal, da ist was drin. Cola. Das sind zwei Wagen. Und eine Trophäe. Und ein, wie nennt man sowas? Pümpel? Nee. Kondom. Nee, wie nennt man denn sowas? Pylon, genau. Ja, sag ich doch. So ähnlich. Fahrzeugfahren stand hier gerade. Warte mal. Du spielst es mit Maus und Tastatur gleichzeitig, oder? Ja. Könnte man da auch noch Gaspedal und Bremse dazu? Zentrale an Otter Moor 01. Eile ist geboten. Objekte auf der Fahrbahn der A32 in Richtung A42. Sicherheit geht vor. Räumen Sie die Gegenstände beiseite. Ja, das nehmen wir doch an. Verstanden. Leichter Unfall. Fahren Sie also zum hier Einsatzort. Bin wohl ich. Da ist dieses blaue Ding ist, glaube ich, meine Dings. Und hier ist der Unfall auf der A32. Ja, wir sind Einheit Otter Moor. Und ich komme nicht vom Fleck. Du musst das Auto anmachen. Ah. Ah, und Handbremse lösen. Ja. So, Herrschaften. Oh ja, okay. Wichtige Frage an dich jetzt als Autofahrer. Ziehst du die Handbremse an, wenn du dein Auto auf einer ebenen Fläche wohin fährst? Mir hat mein Fahrlehrer damals gesagt, oh scheiße, schon erst einen Unfall gebaut, dass man die nicht immer anziehen soll, ja, genau, sondern dass man nur den Gang einlegen soll. Ja, ja, genau, bei mir auch gesagt. Aber das war schon in den 60er Jahren, vielleicht hat sich da inzwischen was getan in der Handbremsen oder Gangtechnik. Fahren wir richtig, ja, ne? Wir müssen glaube schon. Autobahnkreuz also, dann jetzt rechts ab. Mach mal Blaulicht und so an, wir sind die Polizei. Nee, ja, jetzt übertreibt man nicht. Ach so, ja, damit das auch gesagt ist. Die kreativen Leute erkennt ihr übrigens an den Hashtag Ich hab Polizei-Kommentaren. Genau, ja. Also, komm, spinnt euch nochmal alle aus, dann haben wir es alle. Ich würde ja vorschlagen, wir erfinden einen Hashtag, damit ihr die Möglichkeit habt, dieses Let's Play weiter zu empfehlen. Ja. Hashtag der Woche. Norbert Moore 01. Melden Sie sich. Wir sollen uns melden. Auf Funkstatus. EB, was ist Einsatzbefehl? Einsatzbefehl. Hallo. Einer der Gründe, warum die Polizeiautos übrigens silber sind, ist, dass man nicht mehr merkt, wenn dumme Polizisten die in der Leitplanke entlang geschrammt haben. Nochmal zum Hashtag des Monats. Was machen wir denn? Ich guck Polizei. Guck mit K, bitteschön. Ich guck Polizei. Wo muss ich jetzt lang? Rechts weg, oder? Muss ja auf die 38er. Freilich. Na, 230er muss ich. 230er, 38er, auf 230er. Ist das jetzt die... Über einen Tatzelwurm hinten. Ist das Garmischer, Lindauer, Deggendorfer, Passauer oder Nürnberger? Fahren Sie zur Wache Moor. Wir sollen zur Wache Moor fahren. Ich muss doch erstmal zu dem Unfall. Aber ist das jetzt, schaut aber richtig aus auf der Karte. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt wird es mir nämlich... Jetzt geht's ab. So. Muss aber noch hier... Genau, da liegen nämlich Gegenstände auf der Fahrbahn. Hallo. Das ist ja eigentlich das Martinshorn, ne? Ja. Weil es benannt ist nach dem Geräusch, was Martin auch immer macht. Jetzt wird es wieder einige, warum lasst ihr denn den Martin immer so rein in euer Kommentar? Warum macht ihr den immer so rund? Dabei ist er gar nicht so rund. Nee. Ist eher spitz.
Jetzt lenk mich mal nicht ab, ich habe hier einen wichtigen Einsatz vor mir. Die Baum. Wie spät ist es eigentlich? Es ist kurz vor 7, noch ist es sehr finster, es ist glaube ich Winter, aber es liegt kein Schnee. Müssen Polizisten schon so früh arbeiten? Nicht in Köln. Da geht die Schicht erst los, wenn es zu spät ist. Naja. Ich habe mich gefragt, wie lange wir brauchen. Keine 5 Minuten. Und schon, ja, Alarv, ne? Nein, die Polizei kann natürlich nichts dafür. Tabella Sum 1 an Zentrale. Einsatz beendet. Ja, wie? Ich glaube, das sind auch noch andere Funk. Ich glaube, dass die mich angehen, dass die schon auch als Text angezeigt werden. Ja. Also nee, wie gesagt, also ich bin, die Polizei ist natürlich nicht schuld an Köln. Niemand weiß, wer schuld ist an Köln, außer viele da draußen im Netz. Die werden es uns bestimmt sagen. Norbert 1 an Zentrale. Melden Sie sich. Ich weiß ja nicht, bin ich das? Ja, wie melde ich mich denn? Otto Norbert. Aber geradeaus, guck auf die Straße. Du da im Funk rumspielen. So, jetzt, pass auf, da müssen wir hin, wo das, dieser blaue das Alien-Portal ist, um uns da oben zu entführen. Okay. Fahren Sie zum Einsatzort, okay. Schalte ich meinen Motor aus, oder muss ich da irgendwie... Handbremsen. Okay. Und nun? Ich glaube, wir sollten nicht... Warte mal. Es geht gleich so schief. Ah! Da liegt es halt auf der Fahrbahn, das musst du wegräumen wahrscheinlich. Ja, aber... Und dann aussteigen, also erstmal mit dem Auto so halb in dem... Jetzt warte mal. Tabella Sumpf 2, an Zentrale, melden Sie sich. Also auf jeden Fall, dass das Heck so auf die Straße schaut. Ja, ich muss doch in diesen Kreis rein. Ja. So, und jetzt Handbremse. Motor aus und ausgestiegen und aber raus wie steige ich denn aus? Autobahn. Darfst du auf die Tür klicken? Nee. Musst du blaulich die Sirene ausmachen? Zentrale an Norbert Mohr. Wir sind die ganze Zeit ohne Licht gefahren. Oh. Polizei darf das. Ja, jetzt wenn ich noch... Was mache ich denn hier oben? Einsatzstelle an Otter. Sind das die Funksprecher? Wie kann ich die denn durchschalten? 1, 2, 3. Drück mal 4. Ja. Nee. Aha. Hast du das Warnblink an? Tabella Sumpf 2, an Zentrale. Einsatz beendet. Okay. Lass dich weg. Folgen Sie der Anzeige, machen wir die zum Unfall. Ja, ich bin doch hier jetzt beim Unfall. Was gibt's denn bei Funkstatus noch? Da reagiert, da passiert ja nie was, wenn ich da was klicke. Kannst du auf dieses Ding klicken? Das am Boden? Das Symbol da am Boden? Kannst du da noch ein bisschen weiter zurück? Fahren Sie zum Einsatzort, ja? Bin ich. Zentrale an Norbert Mohr, 01. Fahren Sie zur Zentrale. Sollen wir mal Motor aus? Handbremse? Ich meine, da muss man doch irgendwo... Ich gehe mal auf Escape Notizbuch. Ein Unfall ist geschehen. Ja, ist jetzt ein bisschen doof. Wir haben auch kein Handbuch dazu, aber ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art Tutorial-Funktion vielleicht. Aber... Und nun, was schlägst du vor? Jetzt gibt es mehr Funktionen noch. Aktionen, Fahrzeugmustern, Geschwindigkeitsmessung, geht alles nicht. Zentrale an Tabella Sumpf 01, melden Sie sich. Es gibt auch keine Drückung Escape oder E, oder was, wenn man so ein Auto einsteigt. Oder gibt es irgendwie eine Tastenbelegung? Ah, mit F! Das hätte man auch anzeigen können. So, aber jetzt. Jetzt habe ich natürlich den Warnblinker ausgerüstet. FH! Europalette aufgehoben. Oh, was ist hier? Oh, er ist geil. Das ist einer von den X-Men. Platziere alle Europalette. Alle Europalette. Ha! So. Noch ein Objekt. Gefährdung eindeutig beseitigt. Liegt jetzt nämlich nicht mehr auf der Fahrbahn, sondern auf dem Standstreifen. Oh, schau mal, da hockt noch einer drin. Hä? Wo ist eine Frau? Wo denn die? Wo waren die jetzt auf einmal? Unfallort verlassen und frei. Ja, gehen. Ja, klar. Ha. Ja!
Oh, Herrschaften. I am the law. Ihr sagt, ich wäre kein geeigneter Polizist. Habt ihr gar nicht gesagt. So, aber jetzt mal richtig. Also sie Blaulicht aus. Richtige Lampe und an. Licht, Abblendlicht ein, Warnblinker aus. So. Und weiter jetzt geht's. Beim Ausfahren ohne. Eins an Zentrale. Melden Sie sich. Vielleicht kannst du jetzt den mit Funkstatus da neuen an. Was ist denn das? EB. Einsatzbefehl über Funk. Ah ja. Ist das irgendwas passiert, oder? Ja. Kommt jetzt was? Zentrale an Norbert Mohr 01. Fahren Sie zur Wache Wald. Du hast es jetzt gemacht. Hast den das irgendwie angeklickt hier? Du kannst irgendwie sowas Fahrzeug überprüfen eben machen, oder hast du das eben gedrückt jetzt? Ja, aber ich kann ja. Achso. Norbert Mohr 2 an Zentrale. Ich zieh's den mal raus, oder? Machen wir. Blaulicht. Rauswinken. Ich muss da erstmal. Bleiben Sie in der Nähe des Fahrzeugs, fahren Sie daneben oder dahinter, um Verdachtsmomente zu erkennen. Ich bin einmal aufgehalten worden, weil ich mit dem Handy am Steuer war. Auf der Autobahn. Sehr peinlich. Haben die mir glatt 60 Euro aufgebrummt. Ja, aber das musst du doch. Aus der Situation kann man sich doch rauswinden. Der ist okay, oder? Das heißt, den brauche ich nicht rauswinden. Indem du, wenn die dich. Erstmal erst rechts überholen. Nee, ich habe dann auch, also ich fand das ein bisschen dreist. Ich habe doch gleich einen Anwalt angerufen, als ich wieder im Auto saß. Nee, du musst einfach nur das Handy runtertun, mit die rankommen und sagen: Ich habe sie gerade angerufen. Der ist da lang gelaufen. Folgen Sie diesem Wagen. Oh. Moment. Norbert Mohr 2 an Zentrale, komme zur Wache. Ja, was ist jetzt mit dem? Achso, Musterung abbrechen. Jetzt mustern wir mal den hier. Aktionen. Komm, der hat doch Dreck am Stecken. Wenn er so eine Scheißkarre fährt. Zentrale Norbert Mohr 02. Auch okay. Fahren Sie zur Wache. Ach komm, so ein Last zum Brummi. Der hat doch bestimmt hier. Ich überhol mal den Brummi und dann zulässige, sagt man, Schlafzeiten. Ist nach der Sesamstraße nicht ins Bett. Und parkt jetzt deswegen demnächst im Straßengraben. Jetzt hier, komm. Der sehe ich doch. Hier. Ganzen Kofferraum voller illegalen. Ich fahre vor allem voll nah auf, gell? So. Jetzt bist fällig, Birsche. Aha! Ja, wusste ich's doch. Jetzt geht's. Rauswinken. Fahren Sie voraus. Sicher einen geeigneten, sicheren Platz zum Anhalten. Meinst du, ich kann den auf den Standstreifen? Schau mal, der leuchtet sogar. Hey. Du bist zu weit vorausgefahren. Der Sommer, Aktion bitte folgen oder so. Moment mal. Ne, der ist es doch nicht. Das ist doch der Lastwagen hinter uns. Folgt der uns schon? Ich muss den mal eben überholen lassen. Zentrale an Otter Moor 01. Oh, gucken, wir haben noch einen Vorsicht. Einsatz. Oh, Unfall. Na gut. Gerade nochmal Glück gehabt. Wir wenden das hinter uns, oder? Ja, dann muss ich aber hier raus. Gott, wenn ich denn da? Weiß ich nicht, scheißegal. Wo geht's denn jetzt hin? Ich mache jetzt den Klassiker Landstraße raus und dann auf der anderen Seite wieder auf der Autobahn. Hä? Landstraße raus, Türe ab. Oh, jetzt bin ich aber ganz, ganz falsch. Welcher Boller bist du da? Der da. Der da. Ist er wirklich? Norbert Mohr, also, zwei. Da an passiert Zentrale, was, glaube ich. Beendet. Ja. So, hier vielleicht. In Kreuzhausen, Ellhagen. Das klingt auch, als hätte die RAF da jemanden versteckt. So. Jahrelang tauchte der Täter unter. Er ging lediglich zum. Was die Fahnder nicht wussten, in einem Wohngebiet nahe der Autobahnausfahrt Kreuzhausen-Illhagen. Das sind so diese typischen Ortsnamen, die man nur vom Verkehrsservice oder eben von der RAF kennt. Jahrelang verhielt sich der Mann. Manchmal auch von beiden. Nahm lediglich Flugstunden, Schusswaffenausbildung und Sprengstoffunterricht. Zahlte seine Wohnung immer in kleinen Scheinen in Bar. Zentrale an Norbert Dem Vermieter ist nie etwas aufgefallen. Melden Sie sich. Das so. War ein netter Kerl. Netter also ich habe mir bei dem überhaupt nichts gedacht. Ja, und jetzt muss doch hier wieder runter. Jetzt muss ich halt rechts wieder runter. Ja.
Bist du schon mal auf Autobahnbrücken gestanden und hast Autos beschmissen, hätte ich jetzt mal gesagt. Autos gewinkt, bist du so einer? So ein Autowinker. Nee, aber ich wink gern zurück. Ja? Ja, ich wink echt gern zurück, wenn Leute runterwinken. Man winkt eh zu wenig. Ich wink euch jetzt mal. Ja, das ist halt so ein deutsches Problem. Könnt so ihr mal zurückwinken? Grüßt man halt hier nicht mehr. Habt ihr zurückgewinkt? Seid ihr bescheuert? Kleiner Tipp für alle Neonazis. Ich habe nur zurückgewinkt. Norbert Mohr, 2, an Zentral. Wer ist eigentlich dieser Norbert Mohr? Ist das schon wieder ein neuer Vorname von Dieter bzw. Max Mohr? Er hat sich schon wieder umnennen lassen. Oh, jetzt haben sie mich geblitzt. Moment. Was? Wer blitzt hier eigentlich? Sollen wir in der Zwischenzeit vielleicht mal einen rausziehen? Ich meine, so eilig kann es ja nicht sein. Ja, vielleicht brennen da Autos. Blöder Unfall. Zentrale an Capella Sumpf 02. Sag mal, jetzt sind wir doch fast schon da. Haben wir jetzt 0,4% Autoschaden oder ist das nur der letzte Das Auto heilt sich, das ist ein Polizeiauto. Achso. Oh, ich kann jetzt hier gar nicht mustern, siehst du? Nee, du hast Wichtigeres zu tun. Ja. Menschenleben hängen. Hier, Martinshorn an. Jetzt muss ich aber trotzdem auf die andere Autobahn. Ja, jetzt kommt doch gleich das Kreuz. Jetzt versuch... Nächste Ausfahrt Gütersloh. Da bin ich hier richtig. Jetzt zeige mal. Jetzt. Ich muss auf die. Auf welche Mursin? 230er Mursin. Ja. Aber der fährt in falsche Richtung. Ja, dann hättest du halt. Ja, da war aber keine andere Angabe. Ja, doch, du hast da geradeaus fahren müssen und dann ist. Nee, so ist falsch. Jetzt warte mal. Ja, aber wie komme ich denn dann in die andere Richtung? Fahre ich jetzt wieder genauso falsch wie vorher? Ja. Und mach's nee. Halt wie jeder gute Autofahrer und wende einfach hier. Ich kann hier nicht wenden, da ist die Leitplanke. Zentrale an Capella Sumpf 02. Mist, ich muss in eine andere Richtung. Vielleicht fahre ich einfach so lange geradeaus weiter, bis ich dann wieder da rauskomme. So, du meinst. Oh. Was ist jetzt? Jetzt habe ich, glaube ich, verkackt. Huh? Nee. Ach so, jetzt werde ich hier zurückgesetzt. Ah, siehst du, ja, cool. Naja, na, okay. Ja. Also, junge Fahranfänger, könnt ihr auch mal nachmachen. Schlackelmausen und Damenbecktissen. Jetzt sind diese Ortsnamen ausgehört. Entschuldigung, ja. Das Geile ist garantiert, das ist echt irgendwie ein echter Landstrich in Deutschland. Und wir dissen die jetzt gerade bis zum geht nicht mehr. Nee, Entschuldigung, naja. Wir tissen die jetzt gerade bis zum geht nicht mehr. Die Frage ist eher, welchen Landstrich in Deutschland wir noch nicht getisst haben. Zum Beispiel Illertissen. Schau mal, jetzt kracht's doch gleich. Wenn, sagen wir mal, andererseits können wir uns nicht einfach selbst einen Unfall machen und sagen... Aber dann ermitteln. Ja. Hm. Wir wurden aufgehalten. Capella Sumpf 1, an Zentrale. Melden Sie sich. Ob es jemals Tag wird? Nee, es ist immer noch... Was? Die Uhrzeit gedrückt wird. Es ist 6:45. Vorher war es doch schon 6:55. Ach nee, das ist die Zeit... Ah, ich bin ja auch ein Idiot. Das ist 5:45 abends. 5:50. Mann! Was ihr nicht wisst, ist, dass man nicht mal die Uhr lesen können muss, wenn man in Bayern Polizist werden will. Da ist es. So, jetzt, da kommt auch schon die große Stadt. Oh, so kurz vor den Toren von Dissenhausen. Oh, das schaut nicht gut aus. Auwitzwig, Rauch. Die Banden stellen beim Eintreffen am Tatort fest, dass es Rauchentwicklung und Unfallentwicklung gibt. So, ich lasse den Motor jetzt mal an, das ist zwar für die Batterie schlecht. Aber für Attitude gut. Ja. Ach, geht gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht aussteigen. Wieso nicht? Muss ich Motor ausmachen, siehst du? Jetzt geht's los. So. Also. Auf die Spiel. 5 Pylone, so, eine Leuchte. Den Kofferraum holen, ne? Warte mal. Boah, voll der Stress. Oder hast du den Typen zerbröselt? Oder ist das eine Stoßstange? Ich muss ein bisschen Eile ist geboten. So, jetzt hier Pylon. Aufheben Pylon. Aha. Okay, wo kommt der? Da kommt der Pylon. Liegt da ein Mensch oder ist das eine Stoßstange? Okay, das ist eine Stoßstange. Fast wäre ein Ex-Andi. Ja, war gut, dass der Andi die Warnweste anhat. Nicht wie ich. Ich glaube, man kann da gar nicht sterben, oder? So, eine Leuchte, wo finde ich denn die? Achso, das war diese Blinkdings, gell? Blinky-Dings. Ja, und wieder Vollgas. Aber ich kann. Andi kann nicht über Stoßstange drüber laufen. Wissen wir jetzt auch. Platziere alle Pylonen. Jetzt aufheben Leuchte. Und die Leuchte. Die Lampe. Aha. Ja, aber er hat das sehr professionell gemacht. Schau mal, und sie, ja, ein BMW und ein. Was ist das? Ein VW. Ja, aber, dank dieser Leuchte.
weiß auch schon, was das Problem sicher ist. Seine Kollegin macht auch gar nichts, oder? Ich glaube, das ist halt kein Unfall, sondern es ist einfach nur ein parkender VW anhand der Rauchentwicklung. Brauchen wir Wagen? Nee, gell, wir müssen nichts wiegen. Nee, das muss ich erstmal skizzieren. Geht das? An die Autos wahrscheinlich hin, oder? An die Autos. Skizziere Z. Z. Ich drücke einfach die linke Maustaste. Nee, war. Aha, Unfallskizze. Okay. Eins von vier. Das ist noch den Wagen. Ein Trooper, ein X2, zwei Objekte, involvierte Personen, wissen wir noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen wie bei diesem Sherlock Holmes Spiel. Da habe ich ja keins von gespielt. Ich glaube, wir müssen noch die Personen skizzieren, an die reden. Okay. Da ist eine riesige Litfaßsäule, die den Unfall verursacht. Ich muss immer noch zwei Sachen skizzieren. Vielleicht muss ich hier die Bremsspur oder so. Ah ja, die skizzieren. Stoßstange wird noch skizziert. Korrekt. Und was war noch? Was könnte noch gewesen sein? Eine Bremsspur vielleicht? Da wir. Vielleicht ist es vorne. Das ist aber schon sehr immersiv, gell? Also so mit dieser, wenn ich abends an der Autobahn stehe, das schaut schon sehr ähnlich aus. Liegt da noch irgendwelche andere Schrott am Boden? Na, der BMW halt. Wow. Geht's gleich ins No Man's Land. Haben wir noch? Ich weiß nicht, was ich noch skizzieren soll. Ich rede jetzt mal mit der hier. Guten Tag, Sie sind sicherlich wegen des... ich wollte mal so mit dem richtigen Akzent. Grüß Gott, Sie sind sicherlich wegen des Unfalls noch aufgewühlt, aber ich muss Ihnen leider trotzdem ein paar Fragen dazu stellen. Alkohol? Fragt er, was er bringen kann, oder was? Nein, Alkohol. Ich habe nichts getrunken. Da möchte ich Ihnen ausnahmsweise, glaube ich, mache das mit dem Dialekt jetzt nicht mehr, das ist nicht so gut. Sollen wir ihr mal... Ich denke, das ist die Wahrheit, lass sie trotzdem Alkohol testen. Jawohl. Bitte pusten Sie in das Röhrchen. 0,0 Promille. Kannst du die... Das ist ja schwach. Drogen, Frank. Drogen, hey, geben Sie mal ein paar Drogen. Bleiben Sie auch weiterhin von Drogen fern. Drogentest. Ja, war das Spaß? Hilft ja nichts. Negativ, ausgezeichnet, okay. Hergang, wie ist das denn geschehen? Erklären Sie mir mal, wie sich zwei Stoßstangen beim Überholen verkeilen können. Ich dachte, so etwas passiert nur im Computerspiel. Ich bin nicht von dem anderen Auto losgekommen, konnte gar nicht mehr lenken. Achso, dann ist sie ihm hinten drauf. Mit Computerspielen kenne ich mich nicht aus, ja, wie die Programmierer übrigens. Aber mein Arbeitskollege beteuert, dass besonders diese beliebten Simulationen absolut realistisch seien. Ah. Führerschein und Fahrzeugschein bitte. Hier bitte nehmen Sie. Vielen Dank. Okay. Sarah Braun! Was? Firefly Troopers, oder das ist die Marke von dem Auto, das ist ja heißt so. Okay. Nächste Hauptuntersuchung, 12.2014. Oh, das ist schon über ein Jahr her. Wie spät ist denn in dem Spiel? Führerschein Klasse B. Neise. Ja, ist das jetzt Neise in Ordnung? Ja. Danke. Ja gut, und jetzt war's schon, oder? Da unten. Den Knopf. Was nein, nimm es zurück. Wieso denn? Ich kann sonst nichts mehr machen. Ja, weil wir haben noch nicht alles skizziert. Achso, ja, müssen wir halt noch machen. Ja, aber die haut doch jetzt ab. Nee, die haut schon nicht ab. Ich weiß ja nicht, was ich noch skizzieren soll. Liegt da noch was am Boden vor der Tür vom Auto? Die zweite Stoßstange wäre halt interessant. Ah, da liegt noch was. Ist der. Da. Das ist doch hier top. Reifenteile, aha. Da liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Das ist wie die Objekte wegräumen. Jetzt warte, jetzt reden wir erst einmal mit ihrer. So, die sagt nichts. Achso, Alkohol. Tja, vergiss es. Und meinst du, er sagt was anderes, wenn das so voll der Halodri ist? Weiß ich nicht. Auch keine Drogen. Hey, was sind das alles für Langweiler? Vor allem darf er eigentlich bei ihr einen Schnelltest machen? Wieso? Naja, muss das nicht die Polizistin machen? Hä, wieso das? Ich bin dem anderen PKW zu nah gekommen. Ja, du bist halt hinten draufgefahren vor lauter Alkohol. Die sagen es ja selbst. Er ist halt einfach Detective Material. Andi weiß Bescheid. Schauen wir uns noch die Führerschein und Fahrzeugschein an. Selina Keller, kennen wir die nicht? Auch abgelaufen. Kein TÜV. Also wirklich.
Also man muss diese ganzen Verrückten aus dem Verkehr ziehen, bevor ihre Stoßstangen die ganze Zivilisation zum Erliegen bringen. Lina Schneider, Moment mal, Moment da stand mal. Aber Sylvia Keller. Ja, nee, genau. Sabrina Keller, oder? Aha. Moment. Ja, und jetzt? Den kannst du nicht sagen, was für eine Scheiße. Was sind unten für Knöpfe? Das ist ja nicht Papers, Please, wo man irgendwie dann die vor Asotska in den Knast die Unterschiede. Ja, toll, das kann die einfach fliehen oder was mit ihrer Scheiße? Hä? Wieso kann ich da jetzt nicht hinweisen? Das war auf jeden Fall, hat die entweder den Ausweis oder das Auto geklaut. Oh. So, Objekte wegräumen, na gut. Wo schmeißen wir den Scheiß hin? Einfach wieder an den Straßenrand. So, und wo war jetzt das Reifenteil? Genau. So. Einsteigen und berichten. Ja. Was macht eigentlich der nichtsnutzige Kollege, Schrägstrich Kollegin? Den ganzen Tag nur Candy Crush spielen, aber... Unfallort freigeben. Ja, alles richtig, 100%, obwohl krass. Jemand mit falschen Dokumenten unterwegs war. Naja, aber das hält auch die Polizei nicht auf. Ja, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, klemmen uns wieder hinter Steuer. Es gibt immer noch 3 Fahrzeuge zu untersuchen. Aber das machen wir dann erst. Oh. Moor 01. Achtung, es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A28 in Richtung A42. Sichern Sie die Unfallstelle ab und geben Sie nach getaner Arbeit die Fahrspur wieder frei. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ja genau, in der nächsten Folge nehmen wir dann ein paar von den anderen Kriminellen hier auf der A32 Hops. Bis denn. Wiederschauen.